Willkommen zurück zur Dynasty Warriors Encyclopedy. Offiziere V bis Z, Part 6 und wahrscheinlich der letzte Part, was die Offiziere anbelangt. Heute fangen wir an mit dem legendären Wen Zhou. Der starb im Jahre 200 und war ein Offizier unter Yuan Shao, einer seiner mächtigsten Krieger mit Yan Liang zusammen. Um seinen Gefährten Yan Liang zu rächen, machte er sich auf, bei Yan Jin tapfer gegen Cao Cao zu kämpfen. Es gelang ihm zwar, Zheng Liao und Xu Huang zu besiegen, aber schließlich wurde er von Guan Yu besiegt. Aber könnt ihr mal sehen, wie stark Wen Zhou war. Konnte mit Zheng Liao mithalten, der bei He Fei 100.000 Wu-Truppen in der Flucht geschlagen hat. Krass, oder? Weiter geht's mit Wen Ze. Das war ein Offizier unter Gong Sun Zan, als Gong Sun Zan bei Yi Jing von Yuan Shao umzingelt wird. Wird er als Bote ausgeschickt, um Verstärkung von Gong Sun Zans Sohn Gong Sun Xu zu holen. Auf dem Weg wird er allerdings von Yuan Shaos Armee entdeckt und gefangen genommen, sodass er seinen Auftrag nicht ausführen kann. Heute geht's mit Wen Pin. Das war ein Wei-Offizier und er nahm an den Schlachten an der Changban-Brücke und in Chibi teil. Nach Cao Caos Tod trat er in den Dienst von Cao Pi. Mit Cao Zhen und Zheng Miao wollte er Wu angreifen, fiel jedoch auf Xu Chengs Täuschung herein und wurde besiegt. Historisch wurde er später zum Kontergeneral ernannt. Weiter geht's mit Yu Tu. Der starb im Jahre 216 und war der Anführer des Shan Yue-Stamms. Nachdem ihn Cao Cao mit einem Posten bedacht hat, fangen er und Fei Zan einen Aufstand gegen Wu an. Er wird von Lu Xun bei dessen Niederschlagung des Aufstandes getötet. Weiter geht's mit Yu She. Der starb im Jahr 191 war ein Offizier von Yuan Shu. Beim Angriff des Bündnisses gegen Dong Zhuo auf das Yishui-Tor begleitete er Yuan Shu. Beim Versuch, General Huo Xiong, den Verteidiger des Yishui-Tors, zu töten, wird er mit weniger als 3 Streichen niedergestreckt. Machen wir weiter mit Yang Wei. Das war ein Wei-Offizier unter Cao Shuang und Teilnehmer an der Schlacht gegen Shu. Angesichts einer schwierigen Schlacht gegen Fei Yi und Wang Ping empfiehlt ihr den Rückzug. Weiter geht's mit Yang Huai. Der starb im Jahre 212, war Offizier von Liu Zhang. Zusammen mit Gao Pai verteidigte er das Fushui-Tor. Sie planten auch die Ermordung Liu Beis. Die Verschwörung wurde von Pang Tong aufgedeckt. Er geriet in die Gefangenschaft von Liu Bei und wurde hingerichtet. Jetzt kommt er, mein Freund Yong Kai. Starb im Jahre 225 und war Präfekt von Jianning. Auf Drängen von Meng Huo schließt er sich mit Gao Ding und Zibao gegen Shu zusammen. Gao Ding fällt seine Streitmacht in den Rücken und er selbst wird von Gao Dings untergebenen Ehuan getötet. Ja, schade. Trauriger Untergang von Yong Kai. Aber der hat eine ziemlich hohe Stellung gehabt. Ich meine, er war Präfekt von Jianning. Hatte quasi seine eigene Stadt. War nur unabhängig von Meng Huo und so. Und auch da so in den Süden, in den Dschungel halt unterwegs. Hat quasi sein eigenes Reich. Ich finde das mega cool. Und in Rose of Three Kingdoms ist der mega gut mit Belagerungswaffen. Kannst du in Moloch oder in Belagerungsturm stecken und der zerstückelt die Städte in 0,nix. Richtig cooler Offizier, ich mag den. Weiter geht's mit Yang Yi. Er starb im Jahre 235 und war ein Shu-Minister. Er nahm am Nordfeldzug teil. Er verstand sich nicht gut mit Wei Yan, was dazu führte, dass dieser sich nach Zhuge Liangs Tod gegen ihn stellte. Letztendlich wurde er vom Hof vertrieben, nachdem er sich über seinen Rang beschwert hatte. Weiter geht's mit Yang Xi, der starb im Jahre 261, war ein Schuhbeamter, ein gerechter Mann, der schon in jungen Jahren Zhuge Liangs Aufmerksamkeit erregte. Er hielt nicht viel von Jiang Wei und machte daraus besonders dann auch keinen Hehl, wenn er getrunken hatte. Jiang gab sich davon unbeeindruckt, mochte den Offizier aber in Wahrheit nicht. Deshalb ließ er seine Verbündeten Gerüchte über den Beamten verbreiten, der schließlich seines Amtes enthoben wird, darüber krank wird und stirbt. Ha, interessante Geschichte. Weiter geht's mit Yang Xin. So, ein Rei-Offizier und Präfekt von Jin Cheng. Auf Dang Ais Befehl hin führt er die Truppen gegen Shu an. Er nimmt das Shu-Lager bei Ganzong ein und rückt dann weiter auf Jiang Wei bei Ta Zong vor.
Zusammen mit Dang gelingt es ihm, Jiang zu umstellen, aber er verliert den Zweikampf gegen ihn ebenso wie sein Pferd und kann gerade noch vor einem Untergebenen gerettet werden. Weiter geht's mit Yang Hong. Zwar Stabsoffizier von Yuan Shu. Als Yuan Shu versucht, Sun Tse zu töten, weil dieser seine Unabhängigkeit erklärt hat, schlägt er vor, zunächst Liu Bei zu töten. Er plant, Lu Bu eine Ladung Nahrungsmittel zu schicken, um seine Unterstützung zu gewinnen. Allerdings greift Yuan Shu Liu Bei an, bevor Lu Bu zur Hilfe bewegt werden kann. Und scheitert. Später bei einem Angriff Cao Caos flieht er gemeinsam mit Yuan Shu. Und weiter mit Yang Kang. Er starb im Jahre 251, war ein Wei-Offizier und enger Berater von Ling Hu Yu. Er tut sich mit Wang Ling zusammen und versucht Cao Fang durch Cao Biao zu ersetzen. Er ändert seine Meinung, als Ling Hu Yu stirbt und verrät seine früheren Mitschwörer an Sima Zhao. Dabei berichtet er jedoch nur von Dingen, die ihn in einem guten Licht erscheinen ließen. Als dies nach Wang Lings Rebellion herauskommt, wird er mit den anderen Aufständischen hingerichtet. Weiter geht's mit Yang Hong. Der starb im Jahre 228, war ein Offizier unter Liu Zhang. Als Liu Zhang kapituliert, tritt er in den Dienst von Liu Bei und bekommt einen guten Rang. Später überzeugt er Liu Bei gemeinsam mit anderen Offizieren davon, Kaiser zu werden. Während Zhuge Liangs erster nördlicher Expedition hält er im Land die Stellung. Und weiter mit Yang Ang. Starb im Jahre 215, war ein Offizier unter Zhang Lu. Mit Yang Ren fängt er den angreifenden Cao Cao am Yangping-Tor in Hanzhong ab. Er gewinnt früh eine Schlacht gegen Cao Cao, indem er ihn von hinten angreift und zum Rückzug zwingt. Er setzt er nach. Der Rückzug stellt sich allerdings als List heraus. Als das Yangping-Tor ungeschützt ist, greifen Zhang He und Zhao Yuan an und erobern es. Abgeschnitten und ohne Fluchtmöglichkeit kämpft er erbittert, wird aber von Zhang He getötet. Weiter geht's mit Yang Xiu. Er lebt von 186 bis 219 und war ein Wei-Offizier und Sohn von Hauptmann Yang Biao aus der östlichen Han-Dynastie. Obwohl begabt, schmähte ihn Cao Cao. Der Grund hierfür war angeblich, dass er Neffe von Yuan Shao war. Möglicherweise steckt aber auch Cao Zi dahinter. Während des Angriffs auf Hanzhong interpretierte er Cao Caos gemurmeltes Hühnchenritten als Signal zum Rückzug und ließ entsprechende Vorkehrungen treffen, ohne den eigentlichen Befehl abzuwarten. Cao Cao war nicht zu Unrecht erzürnt und ließ ihn hinrichten. Und dies mit Yang Qiu, so ein Untergebener von Han Sui. Er griff Cao Cao mit Ma Chao und Han Sui an. Als ein Komplott ein Keil zwischen Han und Chao treibt und klar ist, dass die Beziehung nicht mehr zu kitten ist, rät er Han Sui Ma Chao zu verlassen und sich Cao Cao zu ergeben. Als Ma Chao zum Rückzug gezwungen ist, schließt er sich Cao Cao an. Weiter geht's mit Yang Song. Starb im Jahre 215, war Beamter unter Zhang Lu und älterer Bruder von Yang Bo. Als Liu Bei gegen Ma Chao kämpft, zerstört er blind vor Gier die Beziehung zwischen Ma Chao und Zhang Lu, wodurch sich Ma Chao mit Liu Bei zusammentut. Als Cao Cao Hanzhong angreift, erliegt er erneut den Verlockungen des Geldes und veranlasst erst Pang De zu Cao Cao überzulaufen und überzeugt dann Zhang Lu zu kapitulieren. Er wird später von Cao Cao wegen Untreue gegenüber seinen Herren hingerichtet. Tja, das hat er dann letzten Endes davon gehabt. Weiter geht's mit Yang Ren. Der starb im Jahre 215, war ein Offizier unter Zhang Lu. Er fängt den angreifenden Cao Cao ab. Als der Verbündete Yang Han auf Cao Caos List hereinfällt und angreift, wird dieser Offizier Opfer eines Sturmangriffs feindlicher Truppen und seine Einheit zerfällt. Er flieht vom Yang Ping Tor und wird vom erzürnten Zhang Lu für den Verlust des Tors verantwortlich gemacht. Ihm wird verziehen, als er schwört, das Tor mit einem kleinen Druck zurückzuerobern. Kommt dabei aber im Kampf mit Zhao Yuan um. Weiter geht's mit Yang Zu, so ein Wei-Offizier unter Gongsun Yuan, der schließlich gegen Wei aufbegehrt. Übernimmt die Vorhut von Yuans Truppen und will den Vormarsch von Sima Yi aufhalten. Sima Yi umgeht ihn jedoch einfach und marschiert direkt auf das Hauptlager bei Xiangping. Er versucht nachzusetzen, vor hinten anzugreifen, gerät aber in den Hinterhalt von Zhao Ba und Zhao Wei. Seine Truppen werden besiegt und er flieht nach Xiangping.
Weiter geht's mit Yang Zong, Samurai-Offizier. Im Dienst von Cao Shuangs Archivar. Als Cao Shuang und Kaiser Cao Fang auf Jagd sind, wird Lu Yang umstellt und fällt an Sima Yi. Das kommt zum Staatsstreich. Als Cao Shuang Sima Yi glaubt und ihm das Siegel übergibt, mit dem dieser Truppen ausheben kann, warnt ihn dieser Offizier, dass er damit sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Sein Rat verhallt jedoch ungehört. Tja, hätte er mal besser auf Yang Zong gehört. Weiter geht's mit Yang Ding, zur ursprünglichen Offizier unter Dong Zhuang. Nach dessen Tod ergibt er sich Wang Yun, aber als Li Yue und Gu Xi Chang'an angreift, verrät er Wang Yun und hilft Li Yue, Wang zu töten. Kämpft danach mit Li Yue und Gu Xi um den größten Einfluss auf den Kaiser, verliert und flieht nach Jing. Weiter geht's mit Yang Bo. Starb im Jahre 214, war ein Offizier von Zhang Lu und Yang Songs jüngerer Bruder. Er verabscheute Ma Chao und war gegen dessen Vermählung mit Zhang Lus Tochter. Obwohl er Liu Beis Truppen zurückschlagen konnte, wurde er von Wei Yan besiegt. Später, nachdem sich Ma Chao Liu Bei angeschlossen hatte, forderte er Yang Bo und tötete ihn. Weiter geht's mit Yang Biao. Der lebt von 142 bis 225, war Minister der östlichen Han-Dynastie und Vater von Yang Xiu. Seine Ehefrau soll eine Verwandte von Yuan Shu gewesen sein. Er diente sowohl Kaiser Shao als auch Kaiser Xian sowie Dong Zhuo. Aber als er sich gegen die Verlegung der Hauptstadt nach Chang'an aussprach, wurde er seines Amtes enthoben. Nach Dong Zhuos Tod rief er Cao Cao in der Hoffnung nach Lu Yang, von ihm Hilfe gegen Li Jue und Gu Xi zu bekommen. Cao Cao entlässt ihn später aus seinen Diensten und verlässt das Leben in der Öffentlichkeit. Weiter geht's mit Yang Fu, das Wei-Offizier, der Wei Kang als Präfekt der Provinz Liang vorschlägt und dann in dessen Dienste tritt. Er wird im Kampf gegen Ma Chao verletzt und kann eine Weile nicht am aktiven Dienst teilnehmen. In dieser Zeit wird Wei Kang hingerichtet. Darin sieht er seine Chance, zusammen mit Cao Ang und anderen gegen Ma Chao aufzubegehren. Mit Hilfe Shao Yuans sind sie erfolglos. Er dient später Cao Cao. Weiter geht's mit Yang Feng. Das war der Hauptmann der Kavallerie in der östlichen Han-Dynastie und starb im Jahr 197. Einst ein Offizier von Li Jue desertierte Yang Feng und machte sich selbstständig. Als der Kaiser Xian zur Flucht aus Chang'an half, wurde er berühmt. Nach einem verlorenen Machtkampf mit Cao Cao wechselte er auf die Seite Yuan Shus. Nochmal Yang Feng, aber ein anderer. Nämlich der Herrscher über die Yin-Zi-Höhle von Nanzhong. Als Meng Huo von Zhuge Liang besiegt wird und sich in die Tulong-Höhlen von König Du Zi flüchtet, kommt er Meng Huo mit seinen 5 Söhnen zu Hilfe. Meng Huo heißt ihn willkommen, aber Zhuge ist über alles unterrichtet. Er nimmt Meng Huo und König Du Zi gefangen und liefert sie an Zhuge Liang aus. Er wird von Zhuge belohnt und kehrt in seine Heimat zurück. Was ein Arschloch, ohne Witz. Heute geht's mit Yang Ling. Der starb im Jahre 227, Van Wei-Offizier und Präfekt von Nan'an. Steht Zhuge Liang und den Shu-Truppen während der nördlichen Expedition gegenüber. Als er zu Wei übergelaufene Cui Liang die Stadt unter dem Vorwand besucht, ihn ebenfalls zu überlaufen zu bewegen, wollen sie Zhuge umbringen. Sie schicken eine gefälschte Kapitulationserklärung und einige Shu-Truppen werden in die Stadt eingelassen. Der Plan schlägt jedoch fehl und er wird von Guan Xing getötet. Ach, sieh an. Das war's. Alle Offiziere durch. Ja. Okay, Freunde, das waren alle Offiziere von Geschichte der drei Königreiche. Datierung ungefähr 120 bis 300. Wir hatten so viele Daten zwischenzeitlich. Echt einiges abgearbeitet. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Parts werden. Aber durchaus war es ziemlich interessant, das ein oder andere über den ein oder anderen Offizier zu erfahren. Weil manche Geschichten waren echt ziemlich brutal, obskur oder verrückt. Hat mich ziemlich unterhalten. Ich habe auch wieder einiges gelernt. Und ihr natürlich auch. Man kann es jetzt immer als Nachschlagewerk benutzen, wenn man mal sich fragt, hey, wer ist denn das?
kann man einfach den Part öffnen und quasi es als Lexikon benutzen. Da es sowas auf YouTube noch nicht gibt, finde ich das mal ganz gut, dass es jetzt durch meiner Wenigkeit ermöglicht wurde. Und ja. Das Projekt ist aber noch nicht ganz zu Ende, denn im nächsten Part dieser Enzyklopädie werden wir uns noch den Glossar anschauen. Da werden so ein paar Fachbegriffe beschrieben, wie zum Beispiel Staatsstreich, das kaiserliche Siegel und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch die Hühnchenrippen, da bin ich ja mal gespannt, da wusste ich ja gar nicht, was es ist. Und ja, das ziehen wir uns noch rein zum Abschluss und dann haben wir es durch. Also Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.